Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in Synapsia. Ein schöner neuer Tag im Sommer. Leichter Nebel über den Feldern. Ich habe die letzte Nacht durchgearbeitet und habe diverse Sachen verkocht. Mein Problem ist nur, dass... wieso gehen hier eigentlich keine Vögel mehr in die Fallen? Habe ich keine Stöcke dabei? Habe ich die weggelassen? Okay, das Problem war nur an dem Vortag, dass ich so lange gearbeitet habe, bis alle geschlafen haben. Das war sehr ärgerlich. So, 22 Stöcke. Muss ich mal ganz kurz klauen. Wir müssen nämlich mehr Fallen aufstellen. Zack. Und der Rest kann jetzt hier rein. So. Bretter, Stock. Okay, das haben sie alles verbraucht. So, ich habe wie gesagt die Suppe verkocht. Wir können jetzt einen Großteil hiervon verkaufen. Was ich jetzt hier drin habe. Ich habe praktisch alles mitgenommen, was so kurz vom Vergammeln ist, damit wir auch noch ein bisschen Kohle kriegen. Und bevor das jetzt hier... bevor jetzt praktisch wieder die alle pennen, gehe ich mal ganz schlecht. Da gehe ich mal ganz schlecht. Ich gehe mal ganz schlecht, ne? Wisst ihr Bescheid. Ganz schnell, wollte ich sagen, gehe ich mal ins Dorf und verkaufe den Kram. Damit wir jetzt noch ein bisschen Kohle kriegen für den Kram. Ich habe zwar noch diversen Kohle über und ich habe auch noch ein bisschen Fleisch, was ich verkochen könnte, aber ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Nerv, mich jetzt noch lange hinzustellen, weil im Endeffekt, ihr wisst ja, dass ich die Folgen im Livestream aufnehme und wenn der Zuschauer dann stundenlang davor sitzt und ich bin nur am Kochen und 100 Mal Kohlsuppe kochen sind mindestens 400 Sekunden und das ist dann schon auch für den Zuschauer ein bisschen langweilig. Ich meine, ihr kriegt es nicht mit. Sowas ist bei euch in den Folgen auf YouTube rausgeschnitten. Und die Uncut-Version könnt ihr alle auf Twitch nachgucken. Wenn ihr mal einen Stream verpasst haben solltet oder irgendwie ungeduldig seid, was als nächstes passiert, dann geht ihr einfach auf hirnsturz.de/archiv. Dann werdet ihr in den Bereich geleitet auf Twitch, in dem die vergangenen Streams zu sehen sind. Dann könnt ihr euch auch da die Folgen angucken, wenn ihr Bock habt. Oder ihr seid einfach demnächst auf Twitch dabei und verfolgt, wie ich so ein Ding aufnehme. Und dann kriegt ihr auch die Längen so ein bisschen mit. So, ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen Kohle machen, dass wir uns noch einen schönen großen Rucksack leisten können. Das wäre eine gute Nummer. Da brauchen wir aber 2000. Ja, wir haben 2800. Können wir uns eigentlich leisten. So, dann nehmen wir doch mal alles mit. Oh, das ist aber auch gut kaputt hier. Ich repariere kurz mal das Außenlager nach, wenn ich schon mal hier bin. Stöckchen. Und dann sollten wir doch gleich den Kram hier nachreparieren können. Riesenlöcher hier drin. Gut. Reparatur. Alles klar. Oh, da brauchen wir Stroh. Alles klar. So, mal auch mal. Haben wir noch Stroh da? Lachs, Leinen. 9. Ich hoffe, dass man irgendwann mal auch Brücken selber bauen kann. Würde ich mir nämlich auf Höhe von unserem Dorf, würde ich mir direkt einen Übergang bauen. Das müsste eigentlich reichen, aber wir können mal hier ein Schlückchen trinken. Dann können wir nämlich auch von der Suppe, die wir verkaufen wollten, uns ein Frühstück gönnen. Ah, da hinten ist das Dach. Das machen wir jetzt noch ganz. So. Da haben wir das auch. So, wir lassen Stöckchen hier. Wir lassen den Pelz hier. Das Stroh lassen wir da. Den Rest schleppen wir mit uns rum. Und dann nehmen wir 91 dicke Suppe. 7 Kilo können wir noch. Machen wir 6,5. Sind wir
um 1 überladen, aber wir werden einfach hier, wo ist die 75er? So. Und einmal noch kurz waschen. So. Der Hammer muss auch sauber werden. Okay. Es regnet sich schon wieder. Hallo, wir haben Sommer. Und ich bin hierher gezogen ins Tal für Glück und tolles Wetter. Am Arsch die Räuber hier. Moinsen, Alina, zeig mir mal deine Ware. Hast du Geld? 762, das ist übersichtlich. Da ist ein Nackisch. Wo ist denn die Wirtin? Ah, guten Tag. So, 4000 haben wir schon wieder. Na, das bringt doch was, das Essen nochmal zu verhökern. Das ist sehr gut. Dann holen wir jetzt noch den Rest raus. Dann können wir nochmal gucken, ob mittlerweile meine Schmiedin dann noch Pfeile hergestellt hat. Die hat hier leer gearbeitet, haben wir letztes Mal festgestellt, weil die ganzen Stöcke verbraucht worden sind. All dieweil, weil das zuerst verbraucht wird. Anstatt, wenn du kein Brennholz hast. So, einfache Taschen. Die können wir verkaufen. Aber Pfeile sind anscheinend noch nicht hergestellt worden. Gut. Dann die restliche Suppe. Und wir können noch ein bisschen Kohl verkaufen. Der ist nämlich bei 12% und bevor der komplett vergammelt ist, circa 30 Kilo. Müssen wir sogar nochmal gehen. Oder? Ja. So. Prinzipiell müsste ich auch den Dung herstellen, weil ich habe gesehen, das Vergammelte bringt halt gar nichts und der Dung bringt ungefähr 3 Gold. Das heißt, im Verkauf ungefähr 1. Wird sich wahrscheinlich auch nicht lohnen. Und ist schwer. Eigentlich immer sowas, was sich nicht wirklich lohnt. So, jetzt ist die auf dem Arbeitsplatz. Jetzt kriege ich noch das restliche Geld. Moin. Zack. Das geht alles noch. Und den Kohl hat sie auch komplett gekauft. 4,6 sind wir jetzt. Ich habe gesehen, dass die Ernte schon eingefahren worden ist mit dem Kohl. Also der Bauer hat schon, ich glaube, 330 Kohl oder sowas. Frischen Kohl haben wir in der Scheune drin. Da sind wir echt gut bedient. So. Guckt, verdorben gibt halt nichts. Das habe ich ja auch noch drin. Wo ist denn eigentlich der Kalkstein? Da, 39, das ist sogar nicht so schlecht. Da können wir, glaube ich, schon mal ein bisschen was aufwerten dann im Dorf. So, die Schuhe bringen nichts und ansonsten haben wir auch nichts zu verkaufen, ne? Den Bewurf lohnt sich alles nicht, nee. Das lohnt sich nicht. Nee, dann bringen wir jetzt den Gammelkohl weg. Ich meine, der bringt halt so gut wie gar nichts, also weil er halt verdorben ist und nicht viel wert. Aber ich glaube, ein Gold bringt er so oder so, oder? Kann das sein? Naja, ein Gold bringt er. Ich meine, da kann ich auch Stöckchen sammeln oder so. Ist halt so ein Hin- und Hergelatsche. Das ist halt so ein bisschen nervig in dem Moment. So. Hoffentlich langt ihr Geld noch. Aber es müsste reichen. Gut. Das ist doch schön. 4635 Gold haben wir. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob wir schon mal in der Saison uns die Quests angeguckt hatten hier. Vielleicht können wir da nämlich noch welche machen. Guten Tag. Ich brauche einen neuen. Was? Einen Bogen. Nö. Habe ich leider keine Zeit für. Weil der ist mir zu teuer. Da gebe ich irgendwie 6-7 Gold aus und das bringt mir gar nichts. Haben wir hier nur eine Quest im Dorf? Das sieht so aus. Okay, hier. Alvin!
Der alte Freischwimmer. Der ist wieder auf dem Weg zur Arbeit. Sehr geil. Na gut, dann renne ich mal ins Dorf zurück. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dann werden wir noch ein bisschen Häuschen bauen, denn es steht eine neue Scheune an. Freue ich mich schon drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, es regnet weiterhin und ich bin wieder im Dorf angekommen. Immerhin. Alle aktivieren. Haben wir eigentlich irgendwelche Punkte? Wie sieht es eigentlich aus mit den Technologien? Wo sind wir denn hier? Hier kommt die Mine mit 4600. Boah. Gebäudekonstruktionen fertigstellen. Das gibt Punkte. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall die Scheunen umbauen. Und ich habe festgestellt, dass ich immer noch nicht alle Häuser voll belegt habe. Ich habe hier noch zwei Single. Im kleinen Haus wohnt Strogimir. Und im einfachen Haus wohnt Wulstan alleine. Das heißt, ich kann noch zwei Frauen einstellen. Dann haben wir wieder die Pärchen voll. Dann haben wir noch mehr Mitarbeiter. Aber jetzt bauen wir... Achso, du arbeitest hier gerade, ne? Ja, es tut mir leid. So, wo bringen wir denn den Samen und so weiter hin? Das können wir... So, bringen wir erstmal den Kram rüber. Ich meine, im Endeffekt kann ich komplett alle Samen verkaufen, weil die NPCs brauchen sie nicht, ich brauche sie nicht. Falsche Taster. So, dann holen wir noch den Rest da raus, dann ist der da zwar arbeitslos. Aber wir wollen ja die Scheune neu bauen. So, alla. So. Eine neue Scheune soll es diesmal werden. Da ist er weg, die Scheune. So. Eine neue Scheune. Landwirtschaft. Scheune 2, 10 Rundholz. So. 10 Rundholz. Ach, Schissel, die Schnissel. Die habe ich auf Stöckchen umgestellt. Schwierig. Okay. Da muss ich ganz kurz nochmal hier die Holzfäller umstellen. Hühnerstall, Holzschuppen, weil wir brauchen... Habe ich hier für Tasten gedrückt? Holzschuppen. So. Du machst 30% Brennholz. Stöcker raus. Alles klar. So, dann besorge ich mal schnell 10 Holz, damit wir zumindest das Grundgerüst stellen können. Ich glaube, meine Axt ist gleich... Ah, das ist doch... Meine Axt wird gleich kaputt sein. Bin ich fest... Naja. Egal. Ja, nicht mal ein Schlag. Warum habe ich es denn gesagt? Oder warum habe ich nicht vorher eine Axt gemacht? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz hier ran. 4 Eisen, 1 Rundholz. Vom Hütchen aufs Stöckchen. Und wie sagt man das so schön? Ach ja. Habt ihr aber die Scheune abgerissen, ne? So, fertig.
Die hält eine Zeit lang, wie viele Bäume ich da schon mit umgehauen habe. So, 10 Baumstämme. Da haben wir schon mal 12. Ach nee, das ist eine Fichte. Hier gibt ja nur 3. 3, ja? Beladen. Jetzt hätte ich gerade noch einen umgehauen. Ich würde mir wünschen, dass man irgendwann Bäume selbstständig nachpflanzen kann, dass man bestimmen kann, wo die sozusagen wachsen. Das wäre irgendwie schön. Dieses schiefe Haus macht mich fertig hier. So. So müsste es gehen, wa? Bisschen Abstand dazwischen. Jo, passt. Okay, wir machen erst das Dach. Was? Scheune 2 ist noch. Ist noch ein Strohdach? Hab ich das Falsche gebaut? Okay, krass. Ich hätte jetzt erwartet, dass es Bretter sind. Dann habe ich wahrscheinlich sowieso nicht genügend da. Ja, da muss ich wahrscheinlich nochmal los. Oh Gott, das ist echt nur Rundholz. Das ist ja bescheiden. Jagdhütte 2. Yes. Okay, nächstes Bauprojekt. Brauchen viel mehr Rundholz. What? Was passiert denn hier? Aha. Da ist auch der Recurve-Bogen drin. Aha. Wieso hat das jetzt zweimal geblinkt? Das verstehe ich nicht ganz. Geh doch mal weg. Wieso hat es zweimal geblinkt? Geh nicht auf die Kette. Na gut. Egal. Ich hole noch Strom. Ja, das ist natürlich jetzt echt ätzend, weil ich davon ausgegangen bin, dass diese Hütte auch mit Brettern ist, gerade fürs Dach. Da haben wir ja lang nicht genügend Material für zur Verfügung. Oh nein. Jetzt ist vor allem die ganze Arbeit unterbrochen auf dem Feld und so, ne? Das ist natürlich ätzend. Das Ding müsste ich eigentlich fertig kriegen. Muss ich es vielleicht selber noch farmen? Ich habe keine Ahnung. Ja, und die Wände sind alle aus Holz. Das dauert natürlich auch ewig, ne? Warte mal. Management. Ich wollte kurz nach dem Holzschuppen gucken.
Ja, wir machen mal hier auf 20 und 80% Rundholz. Vielleicht geht es ja da ein bisschen schneller. Amen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob bei der Jagdhütte dabei steht, was die braucht. Ob die vielleicht jetzt schon eine Nummer besser ist. Also kein... Dass die vielleicht mit Brettern und so weiter... Kommt man nur von außen dran? Ah ne, ist alles Rundholz. Habe ich das Dach jetzt komplett oder was? Ah. Sonst kein Stroh? Doch, ja. Und hier hat man es schon bedeckt, ne? Ja, wunderbar. Ja gut, dann packen wir das gerade mal ins Lager. Okay, da okay. Nein, nicht Münzen. Dünger. Mehr düngt, es ist Dünger. Fleisch haben wir noch übrig. Oh, die Vogelfallen haben wir wieder ausgelöst. Das hat jetzt echt lang gedauert. Aber sehr schön, dass wir hier weiterkommen. Das freut mich. Fleisch. Federn kommen drüben rein. Und ist der Tag schon wieder fast zu Ende, ne? Immer so schnell. So, wir haben Kohle gemacht. Das bedeutet, mit dieser Kohle könnten wir uns den letzten Rucksack leisten, ne? 2000? Ja, das kriegen wir hin. 12 Leder, 5 Stöckchen, 16 Leinenfaden und 4 Leinengewebe. Also 20 Leinenfaden, richtig? Dann gehen wir mal kurz unsere Schneiderin hier ablösen. Muss mal ganz kurz daran. Klopf, klopf, klopf. So. Wie schön auch das ablegt, ne? Das Holz noch danach. Das ist echt gut. Das ist gut. Genau. 4 Leinen, 16, 2 Pelz, 5 Stock, 5 Leder. Wann das? Ich hab's mir nicht gemerkt. Leder haben wir auch genügend. Ist ja auch wurscht, wir können den Rest ja zurücklegen. So, was haben wir denn jetzt? Wo wird das denn überhaupt hergestellt? An der Werkbank, wa? Da. Einfacher, großer, einfacher Rucksack. Was war das hier? Go, go, go. Großer Rucksack am Start. Können wir den anderen verkaufen. Dauert eine Minute. Eine Minute will das Ding hier machen. Eieieiei. Okay, also großer Rucksack ist am Start. Wir haben die Scheune angefangen. Immerhin angefangen. Ne? Wir lassen die anderen noch ein bisschen arbeiten. Ich würde sagen, ich verkoche noch ein bisschen Sachen, was noch hart am Gammeln ist. Vielleicht haben wir da noch Reste, wo noch ein bisschen Kohl drin ist. Und nutze die Zeit noch aus bis zum Jahreswechsel, nämlich bis zum Herbst. Und nächste Folge haben wir einen großen Rucksack, eine neue Scheune und wir müssen die Jagdhütte neu bauen. Die müssen wir auch noch umsetzen, das kriegen wir auch noch hin. Also ist noch viel zu tun hier in Synapsia und es endet nicht. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.